Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet. Bei mir geht es um Elektromobilität der besonderen Art und genau das haben wir auch hier. Von Ado mal wieder ein Ado Air Carbon 20 Zoll Klapprad, ultraleicht, 12,5 Kilogramm, wiegt das gute Stück, lässt sich sehr leicht zusammenfalten wieder. Carbonrahmen, GPS-Tracking, sehr gute Bremsen, integriertes Navigationssystem, 100 Kilometer Reichweite, Riemenantrieb, also alles nur vom Feinsten, wie sich das im Praxistest schlägt und ob das wirklich besser ist als zum Beispiel ein Brompton E-Bike, vor allem auch günstiger, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Adis Oasis Ado bringt jetzt hier das Prachtstück des Ado Air 20 als Carbon-Variante raus. Endlich gibt es mal wieder ein Update von Ado, was ich absolut sehen lassen kann. Hier die Carbon-Variante wiegt tatsächlich nur 12,5 Kilogramm mit Akku übrigens. Und dementsprechend ist es wirklich wahnsinnig leicht. Das macht richtig Spaß, so ein Fahrrad zu fahren. Und das Besondere daran ist, dass man diese Leichtigkeit tatsächlich beim Fahren dann auch spürt. Oft sage ich ja, ja, das hohe Gewicht merkt man beim Fahren nicht. Hier kann ich euch sagen, das leichte Gewicht merkt man beim Fahren dann doch, weil das ist übertrieben leicht schon fast. Ja. 12,5 Kilogramm und trotzdem ein Motor von Bafang, der ordentlich Power hat, 250 Watt natürlich Nennleistung. In der Spitze kommt da mehr. Und wenn ihr hier drauf drückt und Gas gebt, dann spürt ihr wirklich Power von hinten. Trotzdem ist es ein sehr angenehmes und natürliches Fahrverhalten, denn wir haben einen Drehmomentsensor, keinen Drehzahlsensor. Dementsprechend kann man damit ganz natürlich Fahrrad fahren. Wirklich sehr ähnlich zu einem Bosch-Motorensystem. Alles aber viel, viel leichter, viel filigraner und trotzdem extrem stabil. Die Bremsen sind richtig gut. Wir haben hier hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten mit einer 160er Disc. Dementsprechend ist da eine richtig gute Bremsleistung mit dabei. Der Akku ist hier im Sattelrohr wirklich schön in so einem gebürsteten Aluminium versteckt. Einfach nur das Kabel hier anschließen und schon habt ihr hier den Akku, der euch bis zu 100 Kilometer Reichweite beschert, richtig schön versteckt, sodass der Rahmen trotzdem schön filigran bleibt. Lithium-Ionen-Akku natürlich, lässt sich schnell aufladen und hat eine Kapazität von 345 Wattstunden. Das sind also hier 36 Volt, 9,6 Amperestunden. Den Akku kann man euch nicht klauen, sondern der ist hier wirklich nochmal gesichert, dass da nichts passiert. Zusätzlich haben wir hier auch noch ein GPS-Tracking mit verbaut, eine Theft Control, das heißt also im Falle von einem Diebstahl könnt ihr dann über die Ado-App einfach tracken, wo euer Fahrzeug gerade ist. Des Weiteren haben wir hier auch noch ein Navigationssystem verbaut. Das Display ist auch noch smart. Das lässt sich koppeln über Bluetooth mit dem Handy. Dann könnt ihr auf dem Handy in der Ado-App einfach eine Navigation starten und über eine Pfeilnavigation wird es dann hier auf dem Display dargestellt, so dass ihr wirklich Turn by Turn seht, wo ihr dann wirklich langfahren müsst. Gerade in Städten, wo man sich jetzt noch nicht so wirklich gut auskennt, da hilft es dann schon, dass man einfach weiß, da vorne muss ich rechts abbiegen, dann wieder links. Dementsprechend kann man da gut navigieren und trotzdem beide Hände am Lenkrad haben, so wie man eben sicher unterwegs sein möchte. Dann sind wir hier natürlich auch noch wartungsarm unterwegs mit einem Carbonriemen. Das führt einfach dazu, dass ihr hier extrem leise unterwegs seid und ja, bis zu 30.000 Kilometer eigentlich gar nichts machen müsst. Da muss man keine Kette ölen und da kriegt man auch keine dreckigen Finger. Das ist einfach sehr angenehm zu fahren und sehr angenehm zu warten. Der Preis von dem Ado Air Carbon ist aktuell noch geheim. Ich kann euch aber versprechen, das wird sehr attraktiv sein, denn Ado macht immer preislich sehr attraktive Bikes, die dann aber vom Qualitätsanspruch doch sehr hoch sind. Dementsprechend bin ich ja voll der Fan von Ado. Also ich habe schon einige Bikes von denen getestet und ich kann euch sagen, das Konzept von denen gefällt mir sehr gut und überhaupt auch hier das ganze Fahrrad ist wunderbar verarbeitet. Das merkt man einfach an allen Punkten, dass das richtig schön ist. Und dementsprechend ja, bin ich total froh und happy, dass ich dieses Bike habe. Jetzt machen wir gleich noch einen Praxistest und dann gibt es noch ein Fazit. Ja, das ist absolut erstaunlich, wie leicht das Bike auch sich fährt.
und wie krass die Bremsen auch sind. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur geil. Normalerweise sage ich ja immer, das Gewicht spürt man beim Fahren nicht. Hier spürt man es tatsächlich. 12,5 Kilogramm sind einfach wahnsinnig leicht für ein E-Bike. Ich muss ja sagen, da ist auch noch ein Akku dabei, der euch bis zu 100 Kilometer Reichweite beschert. Carbon ist einfach ein sehr geiles Material. Bisschen teuer, aber geil. Ja, dann kommen wir doch noch zu dem Fazit, zu dem Ado Air Carbon. Ich muss sagen, Ado, ihr habt es mal wieder hinbekommen, was richtig Geiles zu machen. Hat mich absolut überzeugt. Ich finde es vom Design her richtig schön. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Schaut mal auf der Webseite, da gibt es noch andere Farben. Aber dieses Cappuccino hier gefällt mir besonders gut. Die Verarbeitung ist richtig toll, auch hier mit dem gebürsteten Aluminium. Sieht sehr, sehr schön aus. Es ist an alles gedacht, auch dass der Akku nicht geklaut werden kann. Hier nochmal mit dem Schloss gesichert. Dann habt ihr bis zu 100 Kilometer Reichweite in dem Akku. Das ist fast unglaublich, aber bei dem Fahrrad, weil es ja so leicht ist, 12,5 Kilogramm, glaube ich es dann doch irgendwie. Kommt natürlich immer noch drauf an, wie ihr fahrt, wie schwer ihr seid und so weiter. Dann haben wir smarte Features, nämlich hier ein GPS-Tracking, dass euch das Bike, wenn es geklaut werden sollte, bekommt ihr sofort eine Nachricht auf euer Handy. Dementsprechend wisst ihr Bescheid. Ihr könnt es tracken über die App. Und ihr habt sogar noch die Möglichkeit, euer Handy so zu verbinden, dass ihr das Navigationssystem hier auf dem Display seht. Das ist auch richtig praktisch. Bremsen sind super. Wartungsarm ist es auch noch, dadurch, dass wir einen Riemen verbaut haben. Also für mich wirklich ein sehr schönes Bike. Ich bin gespannt, wie der Preis denn sein wird. Bisher wissen wir es noch nicht. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es günstigerer sein wird als die Konkurrenz. Unter anderem bestimmt auch Brompton, die sind ja sonst sehr bekannt für faltbare E-Bikes, die auch noch sehr leicht sind. Hier sind wir wirklich extrem leicht unterwegs, wartungsarm, smart. Deswegen für mich das beste Carbon-Faltrad des Jahres 2024. Vielen Dank an Ado, dass ich dieses Bike testen durfte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ado Air Carbon haltet. Also ich kann euch sagen, es ist wahnsinnig leicht und macht richtig Spaß zu fahren. Dann sage ich Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Schöne Grüße aus dem sonnigen Kalifornien. Ich düse jetzt noch eine Runde mit dem Ado Air Carbon und sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.